und herzlich willkommen bei Elder Scrolls Online in der Vorstellungskraft oder Welt in den Gedanken einer Seekrecke. Da sind wir nämlich beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben uns mittels eines sehr merkwürdigen Stabes... Ihr wagt euch in mein Reich, ja. Wurm? ...in die Gedanken dieser Riesenschnecke versetzt, um den Rittenmeister zu retten. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Angeblich können wir ihm nur hier wehtun. Aus, um die geschützten Erinnerungen zu offenbaren. Ihr schwächt Kefora und erfahrt zugleich etwas. Was? Aua, nein, nicht da rein. Bist du das? Ja, super. Und tot. Das hängt ja gut an. Ja, weil du mich da reingeschubst hast, du blödes Vieh. So. Again. Na komm, lass mich. Oh, nicht schon wieder! Lass mich hier raus! Oh, das gibt's doch alles nicht. Absolut tödlich, wenn man sich da reinstellt. Ich meine, ich heile mich hier schon die ganze Zeit selber. Ich komme nicht dagegen an. Das ist der erste Gegner, Leute. Bin gleich schon wieder tot. Ne, ich schaff das nicht. Ich schaffe es nicht. Mist, verdammter. Wie kann man das machen? Wir versuchen es noch einmal. Ein drittes Mal. Ja, sobald ich in diese Dinger reinkomme, bin ich einfach mal tot. Bardrangi. Drin. Kann man denn nicht mit irgendwas unterbrechen? Ich kann gar nichts machen. Nichts. Gar nichts. Seht ihr ja, nichts kann ich tun. Der trifft mich einfach immer. Ich kann nichts machen. Hör auf damit. Hör auf, mich hier voll zu kotzen mit irgendwas. Nee, es hat keinen Sinn, Leute. Ich komm hier nicht durch. Das ist doch kein Wegschreien. Ich will hier wieder raus. Das ist doch Kacke. Ich schaff's nicht. Platz die Wächter aus, um die geschützten Erinnerungen zu offenbaren. Hier spricht Kefora und erkommt gleich etwas. Hier ist auch einfach kein Platz für mich zum Entkommen. Ich kann machen, was ich will. Der trifft mich halt immer. Ich kann mich ja kaum bewegen. Komm, mach, mach. Wow. Ja, und jetzt? Ja, genau, wie abgemacht. Aber nur ein Teil des Kristalls. Die Saphiarchen dürfen nicht zu früh gewarnt sein. Sag den anderen Fürsten, alles wird gut. Der Ritenmeister ist meiner Magie nicht gewachsen. So hat es Nocturna mir versichert. Enttäusche uns nicht, Thora. Ah. Tja. So, gibt's denn hier irgendwie Essen oder so? Schmuck, Rüstung, Verschiedenes. Gibt's denn gar nichts, was ich irgendwie mal nehmen kann? Das sieht auch irgendwie hier ständig alles anders aus. Na gut, egal.
Eck. Buh, ey. Oh Mann, oh. Nicht für Sie. Hä? Aber den gesamten Psychic-Orden bezwingt ihr nie. Erneut verkennt ihr das Offensichtliche. Wenn die Zeit reif ist, werdet ihr meinen Befehlen genau folgen. Bis dahin vergesst. Mhm. Ist ja ganz schön gemeint, dieses dicke Ding. Ja, hier sind irgendwie so die Synapsen und so. Also, so sieht es also im Gehirn einer Schnecke aus. Meister erwacht. Ihr müsst weiter vorrücken. Ja, kann man hier auch noch was machen, oder? Irgendwas ist hier aber. Aber ich sehe nicht was. Okay, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn man da reinkommt, ist man sofort tot oder so? Ich weiß es nicht. Kommen die denn auf mich zu? Nee, ne? Nicht so richtig. Was bist denn du? Dissonanz. Bist du ein Feind? Dissonanz? Ja, bist du. Oh, widersteht meinem Dingsbums. Nee, tut sie doch nicht. Okay. Okay, sehr gut. So, dritte Enthüllung. Ich gehe mal davon aus, es sind mindestens drei, wahrscheinlich fünf. In den Kristalltraum. Ich hole das Herz des durchschaubaren Gesetzes. Ja, versteckt es, bis ich euch sage, ihr sollt es mir geben. Das sieht nicht komisch aus. Die Fürsten dürfen wissen, wo es ist. Das Herz. Verstecken. Ach nee, echt? Sollen wir das dicke Ding besiegen? Oh. Meine Erinnerungsschilde! Ihr habt sie zerstört! Da ist es. Seht ihn euch an. Die erdrückende Last eurer Unbedeutsamkeit. Kann ich auch direkt... Ja, ich kann auch schon direkt Schaden auf nur ihn machen. Ups. Ah, geh doch mal... Lauf doch einfach mal in die Richtung, in die ich dich haben will. Ey, das gibt's doch mal wieder nicht. Nicht. Bleibt wahrscheinlich an irgendwelchem Fummelzeug hängen.
hier! Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Scheiße! Ja, weg! Richtig nerven eigentlich vor allem diese Viecher hier. Die große Schnecke ist gar nicht mal offenbar so sehr das Problem. Aua! Komm schon, Dicky! Geh kaputt! Aua, 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 aua! Lass mich raus! Ich komme hier nicht weg! Beweg dich! Nein! Raus hier mit dir! Oh Gott, Leute! Ich hasse sowas! Oh! Juhu! Ich bringe den Riesenmeister zurück in sein Arbeitszimmer. Ihr müsst hier raus. Hui! Schnell! Verlass lass mich raus! Vorstellungswelt mit dem Stab. Schon geschehen. Mit Sotasil. Okay. Oh Gott, war das grauenvoll. Meine Güte. Da liegt es. Ich muss mir den mal ein bisschen näher angucken. Okay. Die Füße sind irgendwie cool, aber ansonsten ist es doch echt ziemlich... ziemlich, ziemlich eklig. Eine Seekrücke. Interessant. Du bist interessant. Ich habe ein solches Exemplar schon seit einer außerordentlich langen Einheit zur Messung der Zeit nicht mehr seziert. Wo sind Walsiren und der Ritenmeister? Walsiren hat den Ritenmeister zum Turm Zepora gebracht, um sich um seine Wunden zu kümmern. Zu eurem Glück traf ich noch rechtzeitig ein, um dabei zu helfen, einen Weg aus dem sterbenden Geist der Krecke zu öffnen. Was habt ihr erfahren können, bevor die Vorstellungswelt in sich zusammenbrach? Thora ist einen Handel mit den dädrischen Fürsten eingegangen und hat die Erinnerung des Ritenmeisters manipuliert. Ja, das ahnte ich bereits. Die Triade der dädrischen Fürsten ist sehr dreist geworden, was ihre Versuche einer Beeinflussung Nirns anbelangt. Auch wenn dieser Einfluss offenbar eher ein untergeordnetes Ziel für sie ist. Die Krecke war jedoch nicht in der Lage, sich die Erinnerung des Ritenmeisters zu beschaffen, auf die sie aus war. Na, dann ist ja gut. Thora wollte herausfinden, wo der Ritenmeister etwas versteckt hat, das man das Herz des durchschaubaren Gesetzes nennt. Diese Eröffnung verstört mich. Mich verstört, wie der seine Hände immer durch seinen Körper morpht. Ein zu verlockendes Ziel für die dädrische Triade. Ich muss über die vollen Auswirkungen ihres Komplotts nachdenken. Tu das. Ich schlage vor, dass ihr in der Zwischenzeit zum Turm Zepora geht und herausfindet, wie es um den Ritenmeister steht. Alles klärchen. Machen wir das doch. Wieder zurück zum Turm der Psyjika. Das ist er doch, glaube ich, oder? Müssen wir wahrscheinlich den ganzen Weg hier wieder runter marschieren. Boah, mein Gott, das war, ich glaube, so der erste richtig schwierige Gegner. Zumindest kam es mir so vor. Geht das überhaupt hier raus? Werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich nicht. Nö. Also wieder da hoch und wieder da durch. Sprecht mit Sotasil. Aber das habe ich doch gerade gemacht. Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe doch gerade mit dem geredet. Warum soll ich denn jetzt schon wieder mit ihm reden? Eine Seekrücke. Das hatten wir doch alles schon. Ja, diese.
verlasst die Gewölbe. Das habe ich gerade eben getan und dann wolltest du, dass ich wieder mit dem rede. Ja, Gottchen. Lieferanteneingang. Ah, sehr schön. Sehr interessant. Aha. Gut, dann wollen wir mal mit ihm reden. Den muss ich jetzt allerdings hier drin erstmal... Was quietscht denn hier so? Oh, noch einer. Okay. Sieht es hier so aus? Boah. Gucken wir doch mal. Ich muss mal ab und zu hier in die Seitenkammern gucken. Ich wollte nämlich nochmal... Ich wollte gerade sagen, es sind keine Bücherregale, die man irgendwie lesen kann. Das wäre ja schade. Also dafür, dass die hier ja ihr gesamtes Wissen aufbewahren, muss ich sagen, sind die ganzen Bücherregale hier auf... überhaupt in der ganzen Erweiterung sehr wenig ertragreich. Also in den anderen Regionen hatte ich den Eindruck, da kommt mehr bei raus. Also da ist mindestens jedes, weiß ich nicht, 10. Bücherregal, was man aufmacht, hat irgendwas für einen. Aber hier irgendwie nicht. Ah, frische Luft. Hier kann ich noch nicht reiten. Oh gut, hier vielleicht. Ja, hier kann ich reiten. So, ab zum Turm. Ja, also wie ich gesagt hatte, ne, das war zum ersten Mal, für mich zumindestens, ja, ein doch ziemlich herausfordernder Gegner. Also den fand ich jetzt echt schwer, muss ich wirklich sagen. Hätte ich gar nicht so erwartet. Vor allem, also der erste war halt richtig, was ist das? Zum Henker. Ja, der erste vor allem war halt sehr schwer. Also bei dem wir da dreimal gestorben sind. Aber wie gesagt, ich spiele hier so selten, na, dass ich halt einfach nicht wirklich die Übung daran habe. Also ich drücke immer auf die falschen Tasten, weil ich halt nicht auf die Tastatur gucke. Und dann na, will ich irgendwie auf E drücken und drücke auf R und will auf 1 drücken und drücke auf Q und so weiter und so weiter. Und dann passiert sowas schon mal. Mir schien immer am wichtigsten zu sein, dass man in Bewegung bleibt. Also man muss sich echt bewegen, ja. Also stehen bleiben ist richtig tödlich. Da ich aber in der Regel sonst bei anderen Spielen sehr statischer Kämpfer bin, ja, es ist für mich sehr schwer. Wie ihr wünscht, Riesenmeister. Ich reise umgehend nach Lilandril. Und ich lasse es das Auge der Königin wissen. Mhm. Hi. Ich stehe noch tiefer in eurer Schuld, Freund von Valsiren. Ja. Was ihr beide getan habt, um mir zu helfen, geht über jedes gewöhnliche Maß hinaus. Habt Dank. Bitte. Und offenbar ist es euch gelungen, woran ich scheiterte. Ihr habt der Bedrohung durch K'Thora ein Ende gesetzt. Ich habe K'Thoras Erinnerung gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was euch widerfahren ist. K'Thora hat mich in der Vergangenheit überlistet. Er pflanzte mir die Erinnerung an einen Sieg ein, den es nie gab. Und einen Zwang. Unter seinem Einfluss stahl ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes aus dem Kristallturm. Unfassbar. Offenbar habe ich es versteckt und danach alles darüber vergessen. Auf diese Erinnerung war er aus. Welche Bedeutung hat das Herz des durchschaubaren Gesetzes? Der Kristallturm stellt einen mystischen Schutz für Sommers End dar. Das durchschaubare Gesetz. Ein Kristall an der Spitze des Turms dient als seine Kraftquelle. Mhm. Nach der Entfernung des Herzens von dem Kristall wird der Schutz, den der Turm bietet, langsam schwächer. Ah ja, also ist das Herz Teil eines größeren Kristalls? Ja, ein kleiner Kristall, der in einen größeren eingelassen war. Wenn die dädrischen Fürsten das Herz erlangen, könnten sie die Kontrolle über den Kristallturm übernehmen. Valsiren und Oriandra werden Sommers End warnen. Während ich weiter versuche, mich zu erinnern, wo ich das Herz versteckt habe. Okay, gibt es etwas, was ich tun kann, um euch dabei zu helfen, eure fehlenden Erinnerungen zurückzuerlangen? Ihr helft mir, mich an meine wahre Begegnung mit K'Thora und seine Kluftkabale zu erinnern. Ich weiß wieder, wie sie mich vor 300 Jahren besiegten.
wie sie mich dazu brachten, nach ihrem Willen zu handeln, wie sie mich das vergessen ließen. Fürs Erste muss ich allein die Erinnerungen ergründen, die mir noch fehlen. Okay, ich glaube, mein Inventar ist wieder voll. Jawohl. Jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder was rausschmeißen. Obwohl, wir haben ja hier was... Das? Waldelfische Vase. Okay, cool. So, jetzt sollte es doch passen. Jetzt müsste ich doch... Ihr halt. Vielleicht können die Psychic-Weisen mir helfen, mich daran zu erinnern, wo ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt habe. Wenigstens habt ihr Katora aufgehalten, bevor die Seekrecke sich dieses Wissen aneignen konnte. In der Zwischenzeit müssen wir die Sapiarchen vor der Bedrohung für den Kristallturm warnen. Wer sind die Sapiarchen? Die Sapiarchen sind die herausragendsten Gelehrten von ganz Sommersend. Sie sind die Hüter des Kristallturms und die Verwalter des Kollegs der Sapiarchen. Zu ihren vielen Pflichten zählt auch, dass sie jeden Einzelnen mehr ausgebildet haben, der je auf Alinors Thron saß. Soll ich die Sapiarchen für euch warnen? Ich habe Valsiren nach Lilandril geschickt, wo sich das Kolleg der Sapiarchen befindet. Sie soll die Gegend erkunden und herausfinden, ob der Hof des Aufruhrs bereits gegen die Sapiarchen vorgeht. Ihr müsst für mich nach Alinor reisen, um die Erlaubnis der stellvertretenden Königin einzuholen, das Kolleg zu betreten. Na, dann gehe ich doch da mal hin. Meine Taten haben den Kristallturm geschwächt und Sommersend in Gefahr gebracht. Ich hasse die Vorstellung, wozu mich diese üble Kreatur mit ihrer mächtigen Geistmagie noch alles gezwungen hat. Vergebt mir solche Gedanken. Ich werde in Alinor Bescheid geben, dass die stellvertretende Königin mit eurem Erscheinen rechnen kann. Weiß die stellvertretende Königin, wer ihr seid? Auch wenn wir einander nie offiziell vorgestellt wurden, ist die stellvertretende Königin sehr wohl mit dem Ruf des Psychic-Ordens und seines Ritenmeisters vertraut. Sie wird sich an die uralten Gebote halten und uns in dieser Sache die Unterstützung zukommen lassen, die wir brauchen. Okay, heißt es denn, dass Ktora über all die Jahre hinweg euer Handeln bestimmt hat? Nein, ich bezweifle, dass Ktoras Magie bis nach Atheum reichen konnte, nachdem ich es aus der Welt entfernte. Ich glaube, war sie auch gerade hier. Ich die Insel überhaupt verborgen. Aus einer Art Überlebensinstinkt heraus. Wenn die Kluftperle nicht gewesen wäre, hätte Ktora seinen Einfluss auch nie wieder auf mich ausüben können. Und wohin habt ihr Valsiren und Oriandra nochmal entsandt? Ich habe Valsiren nach Lilandril geschickt, um das Gebiet um das Kolleg der Sapiarchen herum auszukundschaften. Sie wird sich dort mit euch treffen, sobald ihr die Erlaubnis der stellvertretenden Königin eingeholt habt. Was Oriandra anbelangt, ich habe sie Rasumdar, das Auge der Königin, warnen geschickt. Er muss hiervon erfahren. Und wer ist die stellvertretende Königin? Königin Ayrens Regentin, während sie fort ist. Die stellvertretende Königin Alvinave überwacht die Regierung von Sommersend vom königlichen Palast in Alinor aus. Aha. Ich habe sie noch nie getroffen, aber allen Berichten zufolge ist sie ein wenig festgefahren, was ihre Gewohnheiten angeht. Okay, ich klicke mal die Dinger hier mal kurz durch. Der Kristallturm ist eine Manifestation uralter und mächtiger Magie sowie ein Symbol der Altmeer. Seine Gegenwart beschützt Sommersend. Die Seekriegen haben mich benutzt, um diesen Schutz zu schwächen, wodurch ihre Invasion möglich wurde. Okay, ja, vielleicht gibt es ja hier nochmal was, aber nee, sieht nicht so aus, die Sapiarchen. Also wir wissen das ja eigentlich alles schon, aber manchmal gibt es ja dann noch irgendwelche zusätzlichen Quests oder Erfahrungspunkte oder Erfolge oder sonst was. Deswegen schalte ich das einfach mal durch. Gut, wir sollen jetzt nach Alinor, da wollte ich sowieso schon immer mal hin. Ich glaube, ich war bis jetzt nur einmal ganz, ganz kurz da, also mehr oder weniger dran vorbeigeritten. Und da haben wir ja noch gar nicht gequestet. Da würde ich mich jetzt also aufmachen. Und dann sehen wir uns da, denke ich, doch mal in der nächsten Folge. Aber bis dahin könnt ihr mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls Online. Bis dann. Ciao, ciao.